Dann starte ich jetzt auf meinem Computer die Aufzeichnung. Gut, dann noch einmal herzlich willkommen zum Thema aktivierende Webinare erfolgreich gestalten. Es geht in diesem Webinar um Webinare. Und ich gebe auch gleich meinen Bildschirm frei mit meiner Präsentation, die natürlich genau diesen Namen trägt. Ich muss kurz meine Felder ordentlich anordnen. Auch das gehört dazu, wenn man Webinare startet. Ja, es geht um aktivierende Live-Webinare. Es geht darum, die Teilnehmenden wirklich auch aktiv mit einzubinden. Und Sie haben schon bemerkt in letzter Zeit, oder ihr habt es schon bemerkt in letzter Zeit, wenn ihr in vielen, vielen Online-Räumen unterwegs wart, das ist manchmal sehr anonym und das ist manchmal sehr statisch. Da kann ich mich so wenig beteiligen. Und genau das wollen wir versuchen aufzubrechen. Ich habe es hier ganz kurz gekennzeichnet, diese Startfolie. Wenn ihr in der Lehre steht, dann kennt ihr dieses Kommunikationsprinzip. Ja? One to many. Das ist in der, gerade in der Social-Media-Welt etwas ganz Spannendes. Ich habe da gerade die Frage, ob wir die Präsentationen bekommen. Ja, ihr bekommt die Präsentation. Da gibt es eine Nachlese und da ist alles dann drauf. Also im Normalfall die Aufzeichnung und die Präsentationen. Und dann habe ich meistens auch noch gute Links, wo man noch was nachschauen kann und alles, was ich zeige, auch dann nachlesen kann. Also dieses One-to-Many-Kommunikationsprinzip, das ist euch möglicherweise bekannt. Da bin ich sowieso gerade dabei, das aufzubrechen. Es sollte ja nicht nur von uns ausgehen, sondern es sollte ein Miteinander sein. Aber wir erleben es immer noch sehr, sehr stark, dass eine Person zu einer Gruppe von Personen spricht. Und noch dazu kommt in dieser Situation, in dieser Webinarsituation, in dieser Online-Welt, dieser rote Strich. Ja? So alle, die bei mir schon mal in einem Webinar waren zu diesem Thema, diese Folie ist immer dabei. Weil genau auf diesen roten Strich, da sollten wir so gut hinschauen. Ja? Was macht das für einen Unterschied, wenn ich als Lehrende in den Computer reinspreche? Was macht es mit den Lernenden und was macht es mit den Lehrenden? Und da ist es auch so wichtig, wirklich genau den Fokus drauf zu legen. Und ich komme da immer wieder auch auf das Thema zurück. Ich muss mich mit den theoretischen Grundlagen wirklich sehr, sehr kurz halten. Ich habe da heute, glaube ich, 10 Folien rausgeschmissen, die ich so gerne dabei haben würde. Aber es ist einfach die Zeit auch sehr kurz und ich möchte mit euch natürlich auch etwas ausprobieren. Das kennt ihr, also einiges kennt ihr wahrscheinlich schon von den Methoden und von den Medien, die im Webinar möglich sind. Wir haben ja immer die Möglichkeit, in unseren Systemen ein Whiteboard zu starten. Das heißt, gemeinsam auf dem Whiteboard zu schreiben. Wir probieren das dann auch gleich. Ich gehe es jetzt nur mal durch, was ist möglich und ihr überlegt vielleicht, habe ich das schon mal gemacht oder habe ich das schon mal irgendwo anwenden müssen, ja? Um dann auch gezielt hier Fragen beantworten zu können. Also Whiteboard bietet uns hier sehr, sehr viele Möglichkeiten, um interaktiv zusammenzuarbeiten. Die Präsentation, das ist das üblichste Medium, sage ich jetzt einmal, oder eine übliche Methode, so wie ich das gerade mache, eine Präsentation freigeben. Die Icons haben wir. Auch ihr habt die Icons mit, also bei den Teilnehmenden, wenn ihr die einblendet. Wenn ihr auf Teilnehmer klickt, dann habt ihr unten das grüne Hackerl, das rote Xerl und könnt es da gerne mal einfach auch ausprobieren. Eins, da ist zum Beispiel der Kaffee dabei. Ich bin eine bekennende Kaffeetante. Das heißt, ich würde jetzt gerne einen Kaffee trinken oder eine Pause machen, wie auch immer. Also Sie können mit den Icons interagieren und das ist auch für unsere momentane Generation, also diese Smartphone-Generation wichtig. Dann gibt es die Abfrage und die Umfrage. Das heißt, ich könnte mit Ihnen jetzt auch eine Ab- oder Umfrage machen. Das ist in den Systemen auch sehr unterschiedlich, aber das hat fast jedes System, also sei es jetzt Skype, BigBlueButton, Jitsi, Zoom, gibt es ja gerade sehr, sehr viele, ist das möglich. Ja? Dann haben Sie die Möglichkeit, Dateien, Bildschirme und Fotos freizugeben, also alles das, was Sie freigeben wollen. So wie ich jetzt die Präsentation freigebe, ist das in den Systemen aber manchmal unterschiedlich. Ja? Manchmal ladet man was hoch und manchmal gibt man Bildschirme frei. Dann haben wir den Chat, den brauchen wir sowieso für Troubleshooting, für Fragen stellen, für Hinweise. Also das ist
unbedingt erforderlich. Ohne Chat können wir kein Webinar gestalten. Und dann haben wir noch diese Breakouts. Wir befinden uns jetzt in einem Breakout. Das heißt, wir sind aus der großen Panel, also aus dem großen Saal sozusagen in kleine Räume gegangen. Hier habe ich genau die gleichen Funktionen wie im großen Raum der Host, da ich jetzt als Co-Host, als Co-Moderator bei Ihnen bin. Und ich sehe jetzt auch schon den Herrn Markus Gruber als Co-Moderator. Schön, dass Sie da sind, schön, dass du da bist. Ich habe jetzt einfach einmal gestartet, nachdem ich das im Chat gelesen habe. Ich hoffe, das ist so in Ordnung. Und habe auch die Aufnahme bei mir gestartet, nur zur Info. Genau, also wir haben hier unterschiedliche Methoden. Dann haben wir noch zwei, die hier noch drauf sind. Das wäre eine Datei verschicken. Das heißt, ich könnte euch eine Datei schicken über den Chat, mit der ihr dann weiterarbeiten könnt. Ja? Also ich habe zum Beispiel auch Lehre oder Workshops über einen ganzen Tag lang. Da brauche ich solche Funktionen oder Methoden sehr, sehr oft. Und dann ist noch das Letzte, und das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr ihre Lernenden auch präsentiert, dass ihr eure Lernenden auch präsentieren lasst. Ja? Also Aufgaben geben, in Breakouts zusammenzuarbeiten und dann die Leute in der großen Gruppe wieder präsentieren lassen. Das alles ist möglich innerhalb eures Systems, das ihr verwendet. Das heißt, ich habe hier schon relativ viele Möglichkeiten, dass ich es abwechslungsreich gestalte. Da wir uns aber in einer Zeit befinden, wo täglich sowohl Lehrende als auch Lernende in solchen Online-Räumen sich befinden, muss man sich methodisch wirklich gut vorbereiten und sich etwas überlegen, weil sonst das alles sehr bekannt ist. Ich habe gestern ein spannendes Webinar gehabt zum Thema Socializing und da habe ich dann so zum Schluss gesagt, es ist wichtig, dass ihr euch im Team auch absprecht, wer macht welche Methoden. Ja? Und dann hat eine im Chat dazu geschrieben, könnt ihr euch noch erinnern, als PowerPoint und Beamer erfunden wurden. Und dann gab es ja nur noch PowerPoints und Bullet Points und Beamer-Übertragungen. Ja? Und da stecken wir jetzt auch gerade ein bisschen drinnen. Und da müssen wir aufpassen, dass es für die Lernenden nicht zu langweilig wird und dass nicht jeder diese Breakouts, wir arbeiten etwas aus, kommen zurück und präsentieren Methode verwendet. Ja? Und das ist auch das Ziel von heute. Ich schaue kurz auf die Uhr von dieser heutigen Session, dass wir uns da jetzt ein paar andere Methoden anschauen. Von der didaktischen Gestaltung her, wenn ihr Webinare gestaltet, ist es immer ganz gut, sich das in diese vier Bereiche einzuteilen, so wie ihr auch sonst euren Unterricht plant, mit einem Ablaufplan oder einem Leitfaden. Ich mache es gern mit Mindmaps oder mit Sketchnotes, also gibt ja unterschiedliche Herangehensweisen. Aber diese vier Bereiche solltet ihr abbilden können. Und zwar ist das zuerst einmal diese angenehme Atmosphäre. Ja? Angenehme Atmosphäre, das heißt, ich bin einmal mit einem Lächeln gekommen, habe euch gebeten, dass ihr etwas in die Kamera zeigt. Ihr habt schon gewusst, okay, das ist jetzt irgendwie doch eine nette Runde hoffentlich, eine entspannte Situation, die auch online sein kann. Ja? Also wir müssen weg von diesen starren, ich höre zu und nehme da was mit und dann gehe ich wieder weg und hoffentlich hat mich keiner gesehen. Ja? Oder hoffentlich habe ich da nichts falsch gemacht. Also wir haben jetzt ja wirklich von Februar bis jetzt uns ganz viel mit der Technik beschäftigt. Das können wir jetzt, ja, hoffentlich. Und jetzt wird es spannend. Ja? Jetzt können wir mit unterschiedlichen Methoden hier uns probieren. Also dieses Ankommen ist wichtig. Klare Regeln. Ich habe jetzt keine Regeln aufgestellt, weil wir uns in so kurzer Zeit nur sehen. Ja? Also wenn ich mit euch jetzt den ganzen Tag arbeiten würde, dann hätte ich dann schon gesagt, ja, wenn ihr eine Pause braucht, bitte setzt dieses Icon, die Pause dauert so lange, wenn ihr zurücksetzt, das Icon weg, ja, aber das ist jetzt für diese kurze Zeit nicht erforderlich. Und auch, wie wird kommuniziert, das kommt auf die Gruppe, auf die Größe der Gruppe drauf an und auch auf die Dauer, ja. Also habe jetzt da nicht groß mit Regeln begonnen, weil es einfach nicht sinnvoll ist, ja. Technik checken, das war in der großen Gruppe schon, hätte ich jetzt auch noch einmal machen können, habe ich aber in letzter Zeit wirklich fast weggelassen. Ich habe es in meinen letzten 5 bis 7 Webinaren wirklich nicht mehr gemacht,
weil das hat auch sowas von Beginner. Ja? Können mich alle hören und hören Sie mich bitte mit einem Daumen hoch. Das hat immer geklappt. Ja? Da, wo es nicht klappt, die steigen aus, steigen wieder ein. Wenn es nie klappt, dann schauen Sie bei Ihren Einstellungen. Also wir sind da jetzt schon auf einer anderen Stufe. Natürlich muss ich dann als Helpdesk sozusagen fungieren und auch ein bisschen Troubleshooting machen, aber ich habe es nie so ganz bewusst mehr aufgenommen. Dann müsst ihr in der zweiten Phase unbedingt Orientierung geben, beziehungsweise nennen, was ist das Ziel. Ich habe zuvor ganz kurz auch gesagt, das Ziel ist, dass wir heute uns wirklich Methoden anschauen. Und das reicht schon für diese 60 Minuten. Und ihr müsst die Teilnehmenden aktivieren. Ja? Das war meine Aktivierung, war euch zu fragen, was vor eurem Schreibtisch gerade steht. Dann geht es an die Inhalte. Das ist die Erarbeitungsphase. Also das ist natürlich für die Lehre ganz wesentlich, dass wir hier auch etwas Neues erarbeiten. Hier könnt ihr präsentieren, so wie ich das gerade mache, interagieren und müsst unbedingt motivieren. Ja? Also ihr braucht im Webinar eine sehr, sehr freundliche, auffordernde, motivierende Art. Und ich sage immer, die christkrämigen Leute, die brauche ich in der Lehrveranstaltung schon nicht und schon gar nicht online, ja, weil das wird dann sehr langweilig. Und da müsst ihr euch immer wieder auch dran erinnern, an diesen roten Strich. Es macht einen Unterschied, wenn die Wand dazwischen ist. Gestik, Mimik, alles, was so emotional auch dazugehört. Das fehlt ja da ein bisschen. Und das müssen wir schauen, dass wir es durch unsere Person, dass ihr das durch eure Persönlichkeit auch reinbringt. Das wäre hier ganz wichtig. Das ist aber auch anstrengend, ja? Ich sage es nur dazu. Das ist anstrengender als im Seminarraum oder in der Klasse. Da hat man nämlich schon diese Phasen, wo man gut durchschnaufen kann einmal. Und das ist vor dem Computer ein bisschen anders. Ja? Das gebe ich ehrlich zu. Ja, und am Ende müsst ihr das auch noch abschließen. Das heißt, Fragen beantworten und verabschieden. Und ich habe schon gesagt, ein Drehbuch ist wichtig. Ja? Das ist wie bei eurer Lehre, bei eurem Unterricht. Da habt ihr auch ein Drehbuch und habt es immer auch daneben liegen und schaut dann, was habe ich geplant. Ich meine, bei diesem Webinar, da weiß ich wirklich schon, was ich geplant habe, weil ich da schon sehr, sehr oft jetzt auch damit gearbeitet habe. Es ist immer wieder ein bisschen anders, aber ich weiß genau, was ich heute wirklich Schritt für Schritt mit euch vorhabe und mache. Das wisst ihr ja, wenn man das lange macht. Dann braucht man diese Drehbücher nicht mehr so im Detail. Gut, eins ist mir noch wichtig, ich habe es schon vorhin erwähnt, die soziale Präsenz. Die soziale Präsenz im Online-Raum, das ist eines meiner Lieblingsthemen. Das Empfinden eines Zusammengehörigkeitsgefühls. Das Gefühl des Zusammenseins zwischen euch, zwischen uns, trotz dieser örtlichen Distanz. Hier wieder der rote Strich. Wir brauchen trotzdem dieses Gefühl, wir gehören zusammen. Und das braucht ihr bei eurer Klasse, gerade wenn es in Primarstufe zum Beispiel ist, da braucht ihr das unbedingt. Ja? Also da müsst ihr immer wieder versuchen, mit diesen Übungen aus der sozialen Präsenz, da kommt jetzt dann auch gleich einiges, zu starten, damit ihr diese Gruppe formt. Das wäre mal so wichtig. So, aber jetzt lange Rede, kurzer Sinn, wir starten. Eine meiner Folien, die ich mir als Credo auferlegt habe, zu Beginn 2020, ich nehme in jede Präsentation diese Folie auf. Die Zukunft des Lernens ist Miteinander. Deborah Schnabel, sie ist Leiterin des Creative Learning Spaces in Deutschland, hat das in einem Interview gesagt und sie hat mich dadurch sehr inspiriert. Und ich möchte euch auch inspirieren und immer wieder zum Nachdenken anregen. Was heißt das? Die Zukunft des Lernens ist Miteinander. Nur miteinander gelingt es uns, hier gerade im Online-Raum zu arbeiten, ein Stück weit aus uns herauszugehen und gemeinsam zu wachsen. Ja? Ich sehe da ganz, ganz großes Potenzial mit digitalen Technologien, digitalen Lehr- und Lehrtechnologien, gerade die kollaborative Zusammenarbeit, das funktioniert nur miteinander. Das sollte eigentlich immer schon so gewesen sein, aber irgendwie hat es jetzt noch einmal eine wichtigere Bedeutung bekommen, nachdem wir uns ja alle auch, ich erinnere, roter Strich, woanders befinden. Ja?
Gut, und wenn wir jetzt uns die Methoden anschauen, dann habe ich das nach einem bestimmten didaktischen Konzept auch aufgebaut, nämlich nach diesem IRIBE-Konzept. Vielleicht kennt ihr das, das ist auch ein bekanntes Konzept für Lehre und es passt für Lehre online auch so gut, für digitale synchrone Settings. Icebreaker zu Beginn aktivieren, Ressourcen, Vorwissen abrufen, informieren, Lerninhalte vermitteln oder darbringen, also mit Lerninhalten arbeiten, verarbeiten, wo es wirklich um Vertiefen und um den Praxistransfer geht, und dann evaluieren, um den Lernerfolg und den Praxistransfer auch überprüfen. Und ich erinnere hier vielleicht, ist euch dieses Constructive Alignment nach BICS aus der Bildungswissenschaft ein theoretischer Ansatz, der hier stark hineinspielt. Die Lernenden stehen im Mittelpunkt und die Lernziele stehen im Mittelpunkt. Und daran sollte sich kohärent alles orientieren. Ja? Also was ist mein Lernziel? Das müssen wir einfach im Fokus haben und nicht von hinten herum das Pferd aufzäumen sozusagen. Und ich habe es auch jetzt nach diesem Modell aufgebaut und möchte jetzt einfach diese Methoden vorstellen. Es ist halb, das ist super in der Zeit. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen rasch unterwegs, aber mit 60 Minuten muss ich das einfach sein, sonst schaffen wir das nicht. Und es ist immer so schwer, das auch hier knapp zusammenzufassen. Ja, Icebreaker. Icebreaker heißt Teilnehmende aktivieren. Eine der wirklich am besten funktionierendsten Methoden ist, die Teilnehmer sofort in Gruppenräume zu schicken. Ich mache das ganz oft. Das kann ich jetzt mit euch nicht machen, weil ich ja schon in einem Gruppenraum bin. Sonst hätte ich es gemacht. Ich hätte gesagt, 3 Minuten schicke ich euch zu zweit oder zu dritt in einen Breakout-Raum. Plaudert bitte. Ja? Wie geht es euch? Was habt ihr vor? Was war letzte Woche? Egal. Ja? Es ist mir egal, worüber ihr plaudert. Aber redet ihr, bevor das Webinar beginnt. Das sind 3 oder 4 Minuten, die sehr, sehr wertvoll investiert sind. Und ich höre da ganz oft, das geht sich nicht aus, ich habe da nicht die Zeit, da ist mir der fachliche Input so wichtig, braucht man nicht. Ja, die Leute kennen sich eh. Aber roter Strich, ihr seid alle woanders. Ja? Ihr müsst schauen, dass ihr euch irgendwie auch connectet. Ja? Also mit jemandem tratschen. Das ist ja auch so das Schöne, warum man zu einem Seminar fährt, oder? Ich will mich in der Aula noch kurz mit jemandem austauschen. Ah, du bist auch da, super, wir haben uns ewig nicht gesehen. Wow, was machst du immer? Oder kennen wir uns? Haben wir uns schon irgendwo gesehen? Ich glaube, wir kennen uns gar nicht. Was machen Sie? Ja, eh, Smalltalk. Ne? Diesen Smalltalk bitte auch in den digitalen Lernraum reinholen. Ganz, ganz wichtig. Das rate ich immer wieder. Kann ich jetzt nicht direkt ausprobieren, weil wir schon in einem Raum sind. Oder Icebreaker, Teilnehmende sofort aktivieren. Es darf niemand aus eurem Webinar rausgehen, ohne dass er einmal irgendeine Aktivität setzen musste. Ja? So nur zuhören geht nicht. Außer es ist ein Impulsvortrag und das ist klar kommuniziert, ja? Dass es da jetzt 20 Minuten Vortrag gibt ohne Interaktion. Ansonsten müsst ihr wirklich gut drauf schauen, dass ihr die Teilnehmenden sofort auch irgendwie in eine Aktion reinbringt. Und da ist eine sehr, sehr einfache und gute Methode, einmal zu fragen, von welchem Ort aus nehmt ihr denn teil? Ja? Also ich weiß, es ist Umweltwissen Niederösterreich, aber ihr könnt jetzt oben bei Optionen in der Leiste, in der Zoom-Leiste, Optionen kommentieren. Und da habt ihr Stempeln zum Beispiel, da könntet ihr mit einem Herz oder einem Stern dorthin pinnen. Ich bin zum Beispiel da, circa, wo ihr gerade seid. Wenn ihr vom Webbrowser aus teilnehmen, dann kann sein, dass es nicht geht. Ja? Dann tut es mir leid, aber ich sage immer, die vom Webbrowser aus teilnehmen, das sind eigentlich immer die Verlierer. Finden. Das klingt jetzt so negativ, aber das ist so im Webinar. Sagt es euren Leuten, die beim Webinar teilnehmen, bitte die App runterladen, wenn möglich. Weil dann habe ich zum Beispiel diese Möglichkeiten.
Genau, man kann das auch wieder löschen. Hops, jetzt habe ich auch ein Herzchen gemacht. Genau, also wir sehen schon ganz gut und das ist sehr, sehr spannend. Das wäre auch in der großen Gruppe spannend gewesen bei 200 Leuten. Ich habe das gestern mit 80 Leuten probiert und das war eine wunderschöne Verteilung von West nach Ost. Und sie haben jetzt auch ein bisschen das Gefühl, okay, das sind, meine Learning Community kommt jetzt aus Niederösterreich, ja? Und Wien. Also das ist auch so ein Wahrnehmungsthema. Nehme ich die anderen Leute wahr? Woher kommen die? Wer ist das? Und so weiter und so fort. Ja? Und sie haben die Teilnehmenden auch schon aktiviert. Das, auch das ist wichtig. Ich kann dann alle Zeichnungen auch wieder löschen, dieses Futsch wieder weg und zur nächsten Übung gehen. Dann würden wir jetzt das Mikro brauchen. Also wenn geht, Mikro einschalten. Nur wenn es geht. Wenn es nicht geht, kann man eh nicht mitmachen. Ist ja auch nicht tragisch. Ihr müsst es auch nicht. Ja? Es ist einfach alles nur eine Anregung. Mit jüngeren Teilnehmenden, aber auch mit älteren, extrem lustig. Die Wortschlange. Wir bilden eine Wortschlange zum Thema Garten. Ja? Ich sage Blume. Mit E darf jemand weitermachen. Erbse. Ente. Erde. Erdapfel. Lipstöcke. Lilie. Esel. Okay, danke. Du warst schon dran. Das macht nichts. Das kommt jetzt natürlich auf eure Zielgruppe und auf das Thema drauf an, ja? Das muss man halt wirklich auch gut abschätzen können. Und es haben dann gestern in meinem Webinar, also kam eine Rückmeldung und die meinte, das könnte doch eher sehr kindlich und oder kindisch rüberkommen. Das muss man einfach abschätzen, ja? Wer ist meine Zielgruppe? Wie schaut es mit der Altersverteilung aus, ja? Aber es haben dann viele darauf geantwortet, auch die Erwachsenen haben so eine Aktivierung gern. Das müsst ihr einfach auch abschätzen, wie eure Gruppe ist. Ja? Das ist nur eine Möglichkeit, die Teilnehmenden zu aktivieren. Dann, was auch eine nette Sache ist, wenn es jetzt zum Beispiel um Ressourcen geht, also wir sind schon in der nächsten Stufe, Ressourcen hereinholen, das heißt Vorwissen der Teilnehmenden abrufen oder den fachlichen Austausch initiieren. Und da gibt es ja die Methode Ich-Marktplatz, die aus der Präsenz ja eigentlich auch ganz bekannt ist. Also dass ich auch einmal wirklich meine Person, meine Kenntnisse am Marktplatz sozusagen präsentiere. Und ich habe jetzt das Thema herausgepickt, Methoden, die sich bei mir bewährt haben, nachdem es ja um Methoden geht. Und würde jetzt ein Whiteboard starten, beziehungsweise müsste da jetzt, genau. Habt da jetzt ein Whiteboard gestartet und könnte da jetzt zum Beispiel bei Zeichnen, habt ihr diese Kasteln, da könnte ich jetzt, und ihr könnt es da auch jeder mitmachen, es kommt ein bisschen drauf an. Und ihr könntet hier auch einen Eintrag gestalten. Das wäre meine Lieblingsmethode. Ja? Natürlich ist es beim Whiteboard schwierig, gemeinsam etwas zu erstellen, weil ja keiner weiß, wo die anderen schreiben gerade. Das heißt, man müsste sich hier entweder eine Reihenfolge ausmachen oder einfach sagen, wir arbeiten drauf los. Ja? Und es entsteht dann ein Marktplatz sozusagen, an Methoden. Also meine Lieblingsmethode sind die Breakouts oder Abfragen, was auch immer ihr euch gerade einfällt. Und ihr könntet da jetzt auch so ein Kastel erstellen. Dann hat jeder sich am Marktplatz dargestellt. Also ihr könnt es gerne mitmachen. Und hier eine Methode mit Kommentieren auf jegliche Art und Weise
auch präsentieren und am Ende wird das gespeichert und dann zur Verfügung gestellt. Da ist gerade eine Reaktion. Ich habe ein O gemacht, aber ich weiß nicht, wie ich da reinkomme in dein Whiteboard. Okay, mit Optionen oben und kommentieren. Mhm. Findest du Optionen? Also, ich habe nur unten was. Mhm. Und das ist oben, normalerweise ist so ein grüner Balken und da steht Optionen. Nein, habe ich leider keine. Bist du mit der App oder im Browser? Ich bin in der Zoom-App drin. Okay. Mhm. Und über ein Tablet oder? Was über mein Handy. Ah, beim Handy ist es manchmal schwierig, ja. Mhm. Okay, das kann dran liegen, ja. Okay. Genau, und dann entsteht ein Whiteboard. Sehr unterschiedlich, genau. Mentimeter ist dabei. Susanne, kann man das Whiteboard irgendwie vorbereiten, dass man sagt, man macht schon Kästchen? Das geht nicht, oder? Doch, doch, doch. Das kommt dann gleich. Man kann das vorbereiten, weil eigentlich hätte ich nicht ein Whiteboard freigeben müssen, sondern hätte einfach eine weiße Seite in meiner Präsentation auslassen können. Ja? Und da hätte ich auch schon Bilder drauf machen können oder Kasteln drauf machen können, jegliche Vorbereitung machen können. Okay. Mhm. Das wäre einfach. Also das wäre eine Möglichkeit. Kahoot, genau, ist dabei. Und Quizzes sind dabei. Also so kann man die Leute auch auffordern, hier etwas beizutragen und seine eigene Lieblingsmethode zum Beispiel zu präsentieren. Gut, danke. Ich könnte das mit einem Klick auch speichern und es ist bei mir als Foto in den eigenen Dateien gespeichert. Und ich mag es bei jedem Webinar, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Lehre bin und solche Aktionen, solche Methoden einsetze, dann stelle ich es danach immer auf die Lernplattform. Ja? Weil dann ist es auch so eine Art Portfolio des gesamten Schuljahres. Ja? Wenn die wissen schon, da ist ein Ordner mit den gesamten Whiteboards oder mit den Produktionen, sage ich immer, alles, was hier auch produziert wurde, aktiv. Und dann kann man es gut auch als Nachlese verwenden. Okay, also danke fürs Mitmachen. Ich habe es gespeichert. Schauen wir mal, ob wir es irgendwo dazugeben. Werden wir sehen. Gut, dann sind wir wieder bei der Präsentation. Schauen wir eines weiter. Nächste Stufe, Information, also Impulsreferat, Präsentation freigeben, das glaube ich brauchen wir nicht üben, das ist doch ganz was Bekanntes und das braucht es aber auch. Ja? Also in jedem Webinar haben Sie zumindest eine Phase dabei, wo Sie ein Impulsreferat, einen Fachinhalt, irgendetwas präsentieren, je nach Thema. Muss nicht sein, aber in den meisten Fällen ist es so, dass man hier auch einen kleinen Impuls eben gibt. Also da glaube ich, sind wir ganz firm in diesen Sachen. Dann ist auch natürlich eine Möglichkeit, dass ihr ein Video abspielen lässt. Das ist auch einfach, indem ihr das Video gleich in eure Präsentation einbettet. Worauf ihr achten müsst bei der Freigabe, ist, dass ihr den Computerton übertragen lässt. Ich stoppe noch einmal ganz kurz, um hier auch sicher zu gehen, weil bei Bildschirm freigeben gibt es links unten ein Kasterl, das heißt den Computerton freigeben. Und da müsst ihr unbedingt darauf achten, weil sonst könnt ihr das nicht hören. Und wenn ich da draufklicke, solltet ihr das jetzt hören. Seht doch, was ich für ein schönes Blatt gefunden habe. Zeigen. Zeig mal her, Monika. Ja, irgendein. Köstlich. Hinter. Aber das war mein Blatt. Ich weiß nicht, von welchem Baum. Ich gebe nur kurz die Präsentation nochmal frei. Also Videos abspielen, bitte nicht vergessen, den Computerton zu übertragen, weil sonst gibt es nämlich sofort Rückmeldung, kann nichts hören und das dauert dann schon wieder 5 bis 7 Minuten, bis man alle wieder dabei hat und oft nicht draufkommt, warum sie es nicht hören. Ja, das ist bei Zoom zumindest so. Dann, was auch eine sehr aktivierende Methode ist, aus dieser Verarbeitungsphase oder Vertiefungsphase sind diese Appreciative Interviews, Storytelling. Ja? Storytelling ist
im digitalen Lernraum absolut wichtig. Gerade in den sozialen Medien geht es ja da ganz, ganz stark darum, dieses Geschichten drumherum erzählen. Und da wäre zum Beispiel ein Interview zum Thema deine Erfolgsgeschichte dazu erzählen. Ja? Wenn es um Umweltbildung geht, schicke ich die Leute zum Beispiel zu zweit in Breakouts und gebe ihnen die Aufgabe, hier jeder darf seine Erfolgsgeschichte erzählen. Ja? Also was ist deine Erfolgsgeschichte zu dem Thema, das wir gerade besprochen haben? Und das ist schon eine sehr, sehr sinnvolle Methode, weil man da oft ganz tief hineinkommt ins Thema. Ja? Wenn es darum geht, dass ich meine persönlichen Erlebnisse erzählen kann. Und gerade im Webinar hat man so wenig oft die Möglichkeit, das zu tun. Ja? Weil im Seminarraum, da kommt es sehr oft gleich einmal zum Plaudern. Ja? Bei mir war das so und ich hatte da ein Erlebnis und in diese Richtung. Und deswegen muss man da ganz bewusst auch die Lernenden in diese Phase schicken, dass sie diese Erfolgsgeschichten auch erzählen dürfen. Das können wir jetzt nicht machen, weil Breakouts haben wir keine, aber ich glaube, ihr wisst, was gemeint ist. Und darf ich noch kurz fragen, ob man diese Geschichten im Plenum erzählen lässt oder im Breakout-Room? Nur im Breakout-Room, ja. Also diese Methode wäre wirklich im Breakout-Room ein Zweier- oder Dreier-Austausch. Danke. Und dann ist natürlich eine weiterführende Möglichkeit noch, dass man mit irgendeiner Aussage aus diesem Interview, also wenn man jetzt sich gegenseitig interviewt hat, mit einer Aussage aus dem Interview, die einem zum Beispiel inspiriert hat, ins Plenum zurückkommt und das in den Chat schreibt. Und dann hat man da so viele neue Aspekte schon wieder hereingebracht in die große Gruppe. Aber ihr könnt es auch nur sagen, das ist wirklich ein Breakout, da hört niemand mit. Da tauschen sich zwei oder drei Leute aus. Das kommt ein bisschen darauf an, wie man mit den Inhalten weiterarbeiten will. Ja, und ich habe diese Folie mitgenommen, weil es sind genau die Geschichten. Es sind genau die Geschichten, die so wichtig sind und nicht diese Aufzählungslisten. Diese Thematik kommt eigentlich aus dem Präsentationsdesign. Also wie präsentieren wir auch im Zeitalter der Digitalisierung? Und da müssen wir weg von Bullet Points und Aufzählungszeichen. Da müssen wir hin zu solchen Folien mit Geschichten. Ja? Also diese Folie habe ich genommen, weil mir das Sofa so gut gefällt. Ja? Das Gelb gefällt mir irrsinnig gut und diese Knöpfe in so einer Kontrastfarbe. Und irgendwie mag ich auch den Polster dazu. Ja, es gefällt mir einfach. Und ich habe euch jetzt dazu eine Geschichte erzählt und die werdet ihr euch vermutlich auch merken. Die Eichinger hat irgendwann gesagt, oder die Susanne, gelbe Sofas gefallen ihr. Ja? So in diese Richtung. Also ihr müsst eure Inhalte auch wirklich gut in Geschichten verpacken können. Das ist natürlich auch Zielgruppensache, aber die Stories, ja, steht eh da, Stories get our attention. Ja. Ja, was auch spannend sein kann beim Verarbeiten, beim Vertiefen, sind Hörübungen. Hörübungen zum Vertiefen oder zur Wahrnehmung. Und ich habe hier rausgesucht eine Vogelstimme, Moment. Und ich würde die euch jetzt vorspielen. Und diejenigen, die zuerst im Chat schreiben, welcher Vogel das ist, es ist wirklich einfach eigentlich, welcher Vogel das ist, die haben quasi gewonnen. Es kommt auch ein bisschen auf die Zielgruppe drauf an. Solltet ihr es hören? Nicht? Okay. Dann haben wir den Computer, Moment. Hat es den Computerton nicht übernommen. Sorry, Moment. Ups, gleich. So, weil das über den Quicktime-Player ging. Mag er nicht. Also auch da gibt es manche Dinge, die nicht funktionieren. Schauen wir nochmal. Computerton geht. Geht auch. Dann machen wir es noch. Mit. Jetzt haben wir QuickTime Player.
Also, schauen wir nochmal, vielleicht hört sie es jetzt. Hört sie es jetzt? Auch nicht. Dann lässt er das nicht, okay. Das hat gestern so gut funktioniert. Das dürfte irgendeine Einstellungsfunktion sein. Also eine Einstellung. Sorry, ich teile den Bildschirm noch einmal. Hat nicht funktioniert. Aber es ist spannend, auch Hörübungen übers Webinar zu machen, nämlich auch für diese Wahrnehmung. Gerade mit Kindern, die jetzt sehr viel vor dem Computer sitzen und hier Unterricht haben. Ja. Und da funktionieren Hörübungen auch gut, wenn sie funktionieren. Ja. Das ist jetzt schade, weil das normalerweise wirklich ganz gut funktioniert. Genau, Amsel, Meise, Kuckuck gewonnen. Gewonnen, weil es war die Amsel. Ja, aber habe zum Beispiel gestern eine spannende Übung gemacht, einfach mit Geräuschen, also Geräusche hören, und habe den Tacker einfach runtergedrückt, der liegt jetzt gerade nicht da. Und auch das war spannend. Und dann sind Einzelne gleich übergangen und haben auch Geräusche irgendwie produziert, wenn es zum Thema passt. Ja? Also auch diese Wahrnehmungsübungen sind wichtig. Natürlich wäre es viel spannender, die Amsel draußen im Wald zu hören. Also keine Frage. Und auch bleibender. Ja, aus der Phase verarbeiten. Silent Prioritization, also stilles Clustern oder Priorisieren. Auch das ist hier am Whiteboard sehr, sehr gut möglich. Und ich habe das hier mit diesen Bildern gemacht. Oder auch in der Evaluierungsphase gut, wo man zum Beispiel die Frage in die Runde stellt, welches Bild spricht dich am meisten an? Und du kannst wieder mit einem Kommentar, mit einem Herz dazu auswählen. Und so kann man auch sehr gut clustern, ja? Beziehungsweise Feedbacks einholen zu unterschiedlichen Themen. Also ihr könnt da gerne mitmachen. Genau, da oben. Mach irgendwie das. Da oben am Berg, da würde ich jetzt auch gern stehen, ja. Ah, den Stern sieht man ganz schlecht. Genau, also kennen wir schon diese Stempeln, aber auch hier können wir im Rahmen der Möglichkeiten sehr gut auch Prioritäten setzen, ja. Oder halt dann zu den unterschiedlichen Themen auch ganz gut clustern. Gut, danke schön. Ich muss das noch mal löschen, weil sonst sind es auf den nächsten Folien wieder drauf. Ich habe es mal weggeben. Dann habe ich aus dem V verarbeiten, also diese Vertiefungsphase Transfer in die Praxis stützen, noch einmal das Padlet. Wahrscheinlich bekannt, also ohne Padlet und Videokonferenz kann man fast keine Webinare mehr machen, weil es einfach so eine easy Möglichkeit ist, hier wirklich zu sammeln, zu ordnen und zu präsentieren. Und ich habe hier mitgebracht, Moment, das ist, glaube ich, auf der nächsten Seite, genau, das Padlet, das entstanden ist im Rahmen der Gartenpädagogik E2020. Das wollen wir nicht. Und zwar, ich kann euch auch den Link hineinstellen, hier in diesem Padlet sind ganz, ganz viele Übungen aus der Gartenpädagogik drinnen. Wir haben die da einfach gesammelt. Und die Methode dazu wäre, ich lege mir ein Padlet an und stelle den Link gleich in den Chat und dort können alle kollaborativ zusammenarbeiten. Also es geht wirklich um diese Online-Zusammenarbeit. Weil sonst könnt ihr die im Webinar so schwer wirklich bewerkstelligen. Ja? Und mit der Methode, das Ganze in einem Padlet auszulagern, gelingt euch das sehr, sehr gut. Ich kann euch gerne auch diesen Moment Link zur Verfügung stellen. Ich muss ganz kurz stoppen. Das ist vielleicht für euch auch spannend. Das habe ich zwar in der Alle. Das wäre dieser Link.
Da sind wir, genau. Also Padlet-Auslagerung, ich weiß nicht, ob ihr mit Padlet arbeitet, aber es ist wirklich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, hier Online-Kollaboration zu ermöglichen und hier jegliche Ergebnisse auch zu sammeln. Da gibt es ja so viele unterschiedliche Methoden auch, das in Spalten zu machen, das in einer Timeline zu machen. Und wenn ihr euch diese interaktiven Übungen anschaut, die sind alle in lizenziert CC0, das heißt, ihr dürft die auch verwenden. Wir haben das wirklich auch urheberrechtlich so gelöst, dass alles, was hier angelegt wurde, auch weiterverwendet werden darf. Und ich habe auch die Zustimmung eingeholt, dass alle, also dass ich dieses Padlet weitergeben darf im Sinne von Open Educational Resources, dass hier viele auch auf Ressourcen zugreifen. Und das sind wirklich selber erstellte Übungen für die Gartenpädagogik online von den Teilnehmenden des Lehrgangs. Und auch so könnten Sie hier mit Padlet, ihr mit Padlet da gut arbeiten. Ja, eine Möglichkeit, zu evaluieren, ist auch, oder hier den Praxistransfer noch einmal zu überprüfen, wäre auch das Glücksrad. Das ist auch eine Methode, wo ihr mit Themen, nicht nur mit Namen arbeiten könnt. Also dieses Wheel of Names ist eine spannende Methode, die einfach auch ein bisschen zur Interaktion beiträgt. Also wenn entweder die Namen genannt oder Themen genannt, also wenn ich jetzt 5 Themen in dieser Lehrveranstaltung hatte und dann wähle ich zum Schluss ein Thema aus, das jetzt besprochen werden sollte und dann kann ich das Glücksrad drehen und am Ende gibt es auch jemanden oder ein Thema, das drankommt. Ja? Also da wäre es der Martin oder es geht um Themen, dann kann ich dann entfernen und dann sind nur die übrig. Es geht auch um Themen, die man bespricht. Ja? Also auch als Icebreaker super gedacht. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Gruppe von 4 Leuten habe, die neu sind und niemand mag irgendwie beginnen, dann mache ich das mit so einem Rad und einer nach dem anderen kommt dran. Ja? Also auch das wäre eine Möglichkeit hier zu evaluieren. Oder dann gab es auch vorhin schon Menti irgendwo bei einer Methode, Menti, Kahoot oder Poll Everywhere, irgendwelche Audience Response Systeme, wo ihr sehr, sehr gut hier auch interaktiv zusammenarbeiten könnt. Übers Handy zum Beispiel, entweder ihr gebt den QR-Code gleich hier drauf und das ist immer ganz gut, weil die Leute dann gleich den QR-Code auch scannen können, wenn ihr nicht direkt wieder die Links in den Chat geben wollt oder ihr verlinkt es einfach. Ich habe es jetzt zum Beispiel hier verlinkt und da öffnet sich dieses Menti und da können wir jetzt gemeinsam auch teilnehmen. Öffnet gerade. Genau, und da ist eine Frage und mit diesem, wenn ihr jetzt am Smartphone zum Beispiel auf menti.com geht und diesen Code eingebt, der da oben steht, 50532701, dann könnt ihr hier mitvoten. Ja? Also wie wichtig sind dir folgende Themen? Von nicht wichtig bis sehr wichtig, Umwelt, Natur, Mode, Design, Autos und Motor, Lebensmittel und Ernährung. Und gerne jetzt ausprobieren. Und da könnt ihr die Reiter verschieben und dann habe ich ein ganz gutes Bild der Gruppe. Das ist hier das Ziel, dass ich hier am Ende bei dieser Evaluierungsphase sehr, sehr gut mit solchen Systemen arbeiten kann. Und ich sehe das dann auch gleich, wenn jemand mitmacht. Man sieht immer, genau, man sieht rechts unten, 2 Leute haben schon mitgemacht. Umwelt und Natur muss eigentlich bei allen 5 sein, sonst wäre sie heute nicht da. Nein, muss natürlich nicht, aber. Also falls noch jemand mitmachen möchte, auf menti.com und diesen Code eingeben. Genau. Und das kann ich natürlich auch als Feedback sehr, sehr gut nutzen. Und hier verschiedene Parameter eingeben, was hat dir am heutigen Tag besonders gut gefallen und die einzelnen Themen oder an der Trainerpersönlichkeit oder was auch immer. Ja? Also sehr, sehr vielfältig auch im Einsatz. Und Mentimeter ist in der Free-Version
habt ihr 3 Befragungen frei. Ja? Es ist wie beim Padlet, wo ihr 3 Padlets frei habt zu Beginn. Da müsst ihr noch nichts zahlen dafür. Und die Leute können teilnehmen, ohne dass sie einen Nutzer-Account anlegen müssen. Ihr müsst euch natürlich schon einen Nutzer-Account anlegen. Ja? Und eine Frage habe ich dann noch mitgebracht. Bei diesem Menti. Hoppla. Wo man natürlich auch etwas eintragen kann. Also Umweltschutz bedeutet für mich. Und dann wieder mit diesem Code kann man hier auch mitschreiben. Und dann wird es eine Wordcloud. Also das sind einzelne Wörter und 3 Wörter könnt ihr eintragen. Und gerade diese Wordclouds sind so eine sehr, sehr feine Möglichkeit auch für die Öffentlichkeitsarbeit. Ja? Also wenn ihr von einer Tagung am Ende so eine Wordcloud erstellt, dann ist das wirklich etwas sehr Nachhaltiges, Repräsentatives auch und eine spannende Methode. Genau, da kommt schon, Umweltschutz bedeutet für mich Lebensraum sichern. Ja, das war wahrscheinlich zu lang. Eine Selbstverständlichkeit, ja. Tippen dauert natürlich ein bisschen. Lebensgrundlage, Lebensqualität, lässig, die Zukunft gestalten, Gutes tun und weitersagen, Wasser schützen. Also es kommt da wirklich eine schöne Wolke, Wortwolke auch zusammen, die ich dann sehr, sehr gut auch verwenden kann. Ich kriege dann auch immer einen Download, also eine Info mit den Ergebnissen und kann die dann sehr, sehr gut weiterverwenden. Ja. Also auch das wäre eine gute Möglichkeit zum Abschluss. Und ich habe gerade von der Technik gehört, in 5 Minuten enden unsere Webinare. Wir sind ganz gut in der Zeit. Achtsam sein, ja. Die Zukunft gestalten, haben wir schon gesagt, CO2-Ausstoß senken, Bewusstsein bilden. Also sehr, sehr vieles, was wichtig ist. Und da ist es natürlich auch spannend, weil bei einer Wordcloud ist es ja so, je öfter ein Wort eingegeben wird, desto größer wird es auch dargestellt, dass man wirklich sich vielleicht auch Wörter beschränkt, dann hat man ein aussagekräftigeres Ergebnis. Ja. Und, aber das ist je nachdem Herangehensweise. Genau, also das wäre das Menti. Ich gehe noch einmal zurück zu meiner Präsentation. Und auch, was auch wichtig ist in den Webinaren, sind die Emojis. Ja. Sie haben ja Ihr habt ja in den einzelnen Systemen nur ganz wenige Emojis zur Verfügung. Die Generation Smartphone, die leben die Emojis. Ja? Und da kann ich auch die Emotionen so gut reinbringen. Und die Emoji-Tastatur könnt ihr euch einblenden. Beim Mac mit Command, Control und Leertaste und bei Windows mit der Windows-Taste und einem Punkt. Und dann habt ihr für den Chat auch, oder wenn ich das den Teilnehmenden auch verrate, dann haben alle auch diese Emojis im Chat zur Verfügung. Und da kann man sich auch, da gibt es auch lustige Spiele, ja, also Wörter in Emojis umzusetzen und das zu raten. Man braucht ja auch so Pausenaufgaben und solche Dinge. Also Emojis hier mit einzubauen, ist schon eine ganz feine Sache. Schau grad, genau. Daumen hoch höre ich da, lese ich da. Also die Emojis einfangen wäre noch meine letzte. Und ein paar Tipps habe ich noch mitgebracht, wenn ihr Workshops, das heißt über wirklich einen halben Tag plant als Webinar. Ganz, ganz wichtig ist die klare Zielsetzung und die klare Zeitvorgabe. Ja? Dass man da auch wirklich klar weiß, worum geht es. Und auch dieser nötige Respekt, nicht dieses ist jetzt vom Homeoffice aus ja, oder irgendwie die Leute von überall teilnehmen, ist jetzt nicht so wichtig, die sitzen da im Pyjama und also auch wirklich hier schauen, dass wir eine angenehme Atmosphäre schaffen.
den Mut zur technischen Lücke, den finde ich auch so wichtig, wenn es nicht funktioniert. Die Audioübertragung heute hat nicht funktioniert. Ich weiß es nicht, warum. Ja. Es ist aber überhaupt nicht tragisch. Vielleicht werdet es ihr probieren, ich werde es wieder probieren. Das ist auch so unterschiedlich von den Systemen. Also da mache ich mir jetzt überhaupt keinen Kopf deswegen. Und das ist auch für euch wichtig. Ja, kreative Methoden einbauen, auch Sketchnotes, Audio-Video-Botschaften von irgendwelchen Experten, die ihr vielleicht einladet. Auch das geht sehr, sehr gut. Die Teilnehmenden wirklich kollaborativ arbeiten lassen. Im Workshop müsst ihr Phasen einbauen, wo ihr die einzelnen Leute zusammenarbeiten lässt. Und da auch manchmal wirklich, das ist ein bisschen später, die Teilnehmenden selber entscheiden lassen, wie sie das machen wollen. Die haben vielleicht irgendwo gute Ideen. Die sollen sich im Breakout ausmachen. Wo machen sie das? Ihr schreiben es in einem Google Doc oder habt sie alle OneDrive oder OneNote oder was auch immer. Ja? Eine Möglichkeit finden, treffen wir uns in einer Facebook-Gruppe. Keine Ahnung, also alles ist möglich. Auch selber entscheiden lassen, wie sie das machen, also diesen Freiraum auch geben. Die Zeit für die Gespräche in den Gruppen auch geben. Da bin ich ein ganz, ganz großer Fan davon, weil das wird wirklich... Das kommt einfach zu kurz, ja. Das kommt einfach zu kurz in den Webinaren. Und das ist aber auch so wichtig. Und die Pausen, auch die braucht man, wenn es um Workshops geht. Und der letzte Punkt, auf den Humor nicht vergessen. Das ist auch wichtig, der Running Gag, der in der Präsenz gut läuft, der geht auch online gut. Ja? Also auch hier nicht vergessen, dass die Freude und der Humor und der Spaß in den Webinaren auch da sein muss. Das macht Lernen aus, ja. Also, dass ich da wirklich auch mit einer Freude an die Sache herangehe und da einen Spaß dabei habe. Und eines habe ich noch mitgebracht, das ist meine Abschlussfolie. Man darf auch Erfolge gemeinsam feiern. Ja? Wenn ich ganze Workshop-Tage online habe, dann sage ich die letzten 20 Minuten, holt euch einen Kaffee, was zum Trinken, es muss kein Alkohol sein. Setzen wir uns noch einmal zusammen. Das ist wirklich eine nette und feine Methode und immer eine entspannte Abschlussrunde. Und man hat dann diesen Good Mood am Ende und geht mit einem guten Gefühl auch von diesem Online-Workshop raus. Weil was macht ihr, wenn der Workshop in der Präsenz aus ist? Ihr geht in die Aula und plaudert dann noch und geht gemeinsam zum Zug oder wo auch immer hin. Ja? Das müssen wir auch gewährleisten. Das ist aber schon für längere Sessions dann wichtig. So, jetzt hat er schon oft eingeschenkt. Ja, immer oder sie. Ich habe noch die Quellen hier mit dabei als Nachweis. Ihr kriegt auch diese Präsentation. Und ich wünsche euch für eure Webinare viel Interaktion und auch viel Spaß und Freude dran. Und ich glaube, wir werden jetzt auch gleich wieder zurück. Ich bin gerade dazugekommen, Sacha Iris. Sie waren aber angemeldet, oder? Ja. Ich war angemeldet und komme spät, bin später dazugekommen. Ja. Ja. Sind Sie so lieb und ändern Sie Ihren Namen auch? Ja. Das finden Sie unten unter Teilnehmer. Teilnehmer, ja. Rechts öffnet sich dann ein Feld und da können Sie auf Umbenennen. Bei Weiter können Sie dann auf Umbenennen gehen. Gut, sind schon offensichtlich sehr viele wieder retour. Oh, ja, ganz viele. Sind alle wieder da, Frau Meister? Wir können. Sehr gut, sehr gut. Na dann starten wir in die Pause. Wir haben ein bisschen später begonnen, das heißt, wir werden die Pause bis 15:25 machen. Ja, es tut mir leid, dass nicht alle sofort in den Webinaren gelandet sind. Also wir haben dann doch eine Viertelstunde gebraucht und diejenigen, die nicht angemeldet waren oder sich später angemeldet haben oder die halt technische Probleme hatten oder wo das technische Problem bei uns lag, so genau können wir das gar nicht feststellen, aber auf jeden Fall, wir haben wirklich alle letztendlich untergebracht in den einzelnen Webinaren. Und jetzt würde ich vorschlagen, das zu machen, was die Dame auf dem Bild hier zeigt, nämlich sich einmal gut durchzustrecken, den Kreislauf wieder in Schwung bringen nach dem Sitzen,
das Hirn ein bisschen auszulüften, sich was zum Trinken zu nehmen, vielleicht einen kleinen Snack sich holen und sich es einfach gut gehen lassen. Wir werden jetzt Musik einschalten und 5 Minuten, bevor dann die Pause endet, beginne ich dann schon langsam wieder zum Sprechen, sodass, wenn Sie vorbeigehen, Sie das hören, dass sich da jetzt etwas geändert hat. Die Musik ist aus und schon langsam geht es dann wieder los. Bitte nicht aussteigen, sondern vielleicht nur den Ton ausschalten. Aber ansonsten müssen Sie dann wieder frisch einsteigen und das ist dann vom Prozedere her vielleicht einfacher, wenn Sie wirklich gleich drinnen bleiben. Und dann hoffen wir, dass es in der zweiten Runde auch schneller geht mit den Zuordnungen. Wenn jetzt noch jemand neu dazugekommen sein sollte, der eben im ersten Webinar nicht dabei war, vielleicht bitte sich melden, entweder via Telefon oder vor allem via Chat, dass wir das sofort sehen. Da ist noch immer eine Eva ohne Familiennamen. Ich glaube, mit der Dame haben wir schon in der vorigen Runde gekämpft mit der Zuordnung. Bitte den Namen ergänzen oder mit uns in Kontakt treten, wenn es eine Schwierigkeit gibt. Und auch sonst, wenn es ein Problem gibt, bitte einfach in den Chat hineinschreiben oder eben die Hotline anrufen, wenn es ganz schlimm ist, wenn man wirklich ein gröberes Problem hat. Sie sind nicht alleingelassen. Wir hoffen, dass wir möglichst alle in der zweiten Runde gut wieder in die Webinare schupfen können, sozusagen, und hoffen, dass also da dann wirklich auch alle in den richtigen Webinaren landen. Das war halt bei dieser großen Anzahl an Teilnehmerinnen eine ziemliche Challenge. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mal Musik. Thank you.
Hallo, hier spricht die Sonja Willim von Bio Austria. Thank you.
irgendwer arbeitet da ganz heftig im Hintergrund und hat den Ton nicht ausgeschaltet. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten, bis es wieder losgeht. Wir steigen dann ja wieder mit der zweiten Runde von den virtuellen Ausstellern ein. Wir schauen einmal, wie viele schon da sind. Ja, es sind schon einige. Also ich muss sagen, der kurze Einstieg in unterschiedlichste Webinare war sehr viel Tolles zu sehen. Ein Bauer, der eigentlich eine Frau war, eine Teilnehmerin, aber sehr handfest seinen Standpunkt zur Landwirtschaft und zu seinen Problemen vertreten hat. Katharina Bancalari mit ihren ganzen Bildungsangeboten habe ich kurz hineingehört zum Thema Wald. Und bei der Augmented Reality war ich auch ganz kurz. Das war auch sehr, sehr spannend, aber da muss ich noch mal rein, weil da war ich nur in den letzten Minuten. Und jetzt würde ich schauen, ob wir nicht vielleicht einmal noch eine kleine Umfrage starten könnten, weil es uns eigentlich schon interessieren würde, wie es Ihnen so mit dem Homeschooling gegangen ist. Und die Nick-Team hat sich da eben eine kleine Umfrage überlegt und die, die da sind, können ja, wenn sie Lust haben, uns da ein bisschen ein Stimmungsbild geben, wie es Ihnen denn so gegangen ist, ob das herausfordernd war, ob Sie neue Methoden und Arbeitsweisen als Bereicherung erlebt haben oder ob es eher mühsam war. Vielleicht können Sie das ausfüllen und wird interessant sein für uns zu sehen dann, wie Sie diese Zeit verbracht haben. Wir selbst haben natürlich dann auch wieder eine Online-Evolution vorbereitet. Und da werden wir auch einige Fragen zu diesem Thema stellen, weil es uns natürlich auch interessieren würde, ob Sie in Zukunft sich vielleicht sogar einige einzelne Webinare, also nicht so eine große Tagung mit 10 Webinaren parallel, aber ob Sie sich vielleicht das eine oder andere Webinar wünschen würden, weil Sie sagen, ja, eigentlich um immer nach St. Tölten zu fahren, das kostet viel Zeit, aber wenn es ein Webinarangebot geben würde, einmal pro Semester, zu einem bestimmten Thema, das wäre vielleicht schon eine gute Sache, oder ob Sie vielleicht auch sich vernetzen wollen über ein Webinar, das wir anbieten, das werden wir in unserer Online-Rückmeldung auf jeden Fall auch abfragen, weil wir einfach auch wissen wollen, wie Sie damit umgehen in Zukunft, ob das etwas ist, was Sie befürworten. Ich habe eh schon gesagt, keine Sorge, wir streben nichts mehr an, als wieder persönlich Sie zu treffen bei unseren regionalen Bildungstreffen von Ökolog und Umweltwissen, beziehungsweise natürlich im Herbst bei unserer Tagung zum Thema Biodiversität und Klimawandel. Ja, ich denke, die Zeit ist fortgeschritten. Jetzt beenden wir mal die Umfrage. Ich weiß nicht, kann ich das tun oder macht das jemand für uns? Ja, die Resultate gebe ich noch frei. Ja, bitte. Das wäre schön. Sieht man die schon? Ist das schon das Resultat? Ich weiß jetzt nicht. Aha, okay. Das heißt also, 64% sagen, das war herausfordernd. Das verstehe ich. Also ich hätte fast gedacht, dass es noch mehr Prozent sein werden. Und die neuen Arbeitsmethoden waren auch für mehr als die Hälfte sogar eine Bereicherung. Das ist schön zu hören, weil da braucht es ja gewisse Flexibilität. Und das Schönste ist eigentlich, dass also Lehrerinnen deshalb Lehrerinnen sind und natürlich auch Lehrer, weil sie den direkten Kontakt doch mit den Schülern sehr schätzen. Und ja, wenige haben den Katalog genutzt und es blieb auf wenig Zeit. Ja, ich verstehe es. Ja. Auch wenn es uns ein bisschen traurig macht, aber gut. Ja, dann Dankeschön für Ihre ehrlichen Antworten. Und wir starten jetzt sozusagen wieder mit den Online, also mit den Webinaren. Entschuldigung, mit der virtuellen Ausstellung, mit dem zweiten Teil. Und ich darf jetzt bitten, dass ihr die Aussteller zu Wort kommen lasst.
hallo, mein Name ist Miriam Bahn. Ich arbeite bei Global 2000 und freue mich, Ihnen heute zwei Angebote aus der Global 2000 Umweltbildung vorzustellen. Beginnen möchte ich mit der Broschüre Zusammenwachsen, die sich speziell an Deutschtrainerinnen und Deutschtrainer sowie an Pädagoginnen und Pädagogen richtet. Und diese Broschüre, die enthält vier Unterrichtskonzepte, die mittels Theaterpädagogik den Spracherwerb anhand von Umweltbildung. Die Broschüre finden Sie auf unserer Homepage und Sie können sie kostenlos downloaden. Ganz kurz zu den Inhalten der Broschüre. Wir haben, wie gesagt, vier Unterrichtskonzepte, die Sie darin finden. Das erste ist zum Thema Abfall und Abfallvermeidung. Dann geht es ums Thema Ernährung. Im dritten Teil geht es ums Thema nachhaltiger Konsum, speziell am Beispiel eines T-Shirts. Und im vierten und letzten Kapitel geht es ums Thema Energie in Österreich. Neben dieser Broschüre, neben diesen Materialien, möchte ich Ihnen gerne auch noch unser Workshop-Angebot kurz vorstellen. Und zwar gehen wir an Schulen und bieten dort verschiedene Umweltworkshops an. Und speziell jetzt aufgrund der Situation haben wir auch neue Online-Workshops entwickelt, die Sie aus dem Distance Learning nutzen können. Bei den Online-Workshops haben wir zwei verschiedene Themen, zu denen wir arbeiten. Das eine ist Lebensmittelverschwendung und das andere ist Plastik. Und ich möchte Ihnen nun gerne einen kurzen Einblick in unseren Online-Workshop zum Thema Lebensmittelverschwendung geben. Zu Beginn des Workshops gehen wir auf die aktuelle Problemsituation ein. Dann tauchen die Schülerinnen und Schüler von ihren mobilen Endgeräten aus in das Thema tiefer ein mit unserem Quiz, wo sie sich entlang der Verschwendungskette mit den Themen beschäftigen, warum am Feld, in den Supermärkten, bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie in den Restaurants, warum da Lebensmittelabfälle anfallen. Im dritten Teil geht es dann ums Thema, was kann ich tun, wie kann jeder Einzelne, wie kann jede Einzelne